Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte ja in einem meiner letzten Wandervideos angekündigt, dass ich noch mal richtig Bock habe, angeln zu gehen. Heute ist dieser Tag, ich bin unterwegs zum Angelsee und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Bevor der Spaß aber losgehen kann, muss ich mir natürlich erst noch ein Tagesticket besorgen und das bekomme ich hier. So sieht die dann aus und wenn ihr die habt, könnt ihr angeln gehen. Das Schöne ist, hier in den Niederlanden braucht man keinen Angelschein, wie bei uns in Deutschland. Hier gibt es nur zwei Sachen, die ihr immer unbedingt dabei haben müsst, wenn ihr in Holland angeln geht. Und zwar einmal die Tageskarte oder Nachtkarte, je nachdem, ob ihr jetzt Tag oder Nacht angeln geht. Und ein Kescher, da wird sehr drauf geachtet. Und natürlich eine Angel, sonst wird das Ganze ja keinen Sinn machen. Ja, der Angelsee ist quasi direkt da hinten. Mit dem Fahrrad brauche ich noch 5 Minuten, dann suche ich mir eine schöne Stelle und dann geht's los. So Freunde, ich bin da. Jetzt heißt es, eine gute Stelle finden, weil hier an dem See ist sehr früh die besten Plätze belegt. Eigentlich hätte ich viel, viel früher nach hier kommen müssen, aber das wird schon. Ich denke mal, ich werde was finden. Vielleicht habe ich ja Glück. So wie es aussieht, habe ich heute einen guten Tag erwischt. Alle Plätze sind noch frei. Okay, da hinten ist ein Angler. Aber ich bleibe hier an dieser Stelle. Hier habe ich nämlich einen Mülleimer. Hier habe ich einen Baum, der mich nach Bedarf vor der Sonne ein bisschen schützt. Und mir gefällt diese Stelle hier allgemein ziemlich gut. Jetzt heißt es erstmal auspacken und aufbauen. Ja, was habe ich an Ködern dabei? Einmal ganz klassisch den Mais und Fruchtdrops. Gerade die roten sind sehr, sehr gut. Kleiner Tipp von mir, falls ihr das noch nicht wusstet. Und ja, ich habe auch einen Angelschein gemacht mit 14, den Bundesfischereischein. Also ich weiß schon, was ich hier tue. Aber heute soll es einfach ein gemütlicher Tag werden. Schön geschmeidiges Angeln, ein bisschen am See sitzen, ein paar Bierchen schlürfen. Und die Sonne genießen. Im ersten Versuch starte ich direkt mal mit Fruchtgummi. Knabbern schon mal dran. Ja, ihr seht's, kleine Taktikänderung
Mais, Gummizeugs, Mais, der Haken ist jetzt auch ein bisschen besser versteckt. Versuche ich es jetzt so nochmal. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich heute bleibe. Wenn es so ruhig bleibt wie jetzt, dann bleibe ich was länger. Habe ich so auch ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie hier an dem See erlebt. Weil normalerweise ist hier alles voll mit Anglern. Das geht dann bis da hinten rum, um die Ecke noch und so. Ja, dann kann man echt froh sein, wenn man so um 10, 11 Uhr nach hier kommt und dann echt noch einen guten Platz erwischt. So, ne? Aber ich denke mal, ich bleibe noch ein Stündchen an dieser Stelle. Und wenn sich dann hier nichts groß tun sollte, dann gehe ich mir mal eine andere Stelle anschauen. Wenn ich die Möglichkeiten habe, dann bin ich kein Angler, der 8 Stunden an einer Stelle bleibt. Ja, ich versuche es dann 1, 2 Stunden irgendwo, kommt es drauf an, gibt es überhaupt Biss oder nicht. Ne? Wenn Mais und Süßkram nichts bringen sollte, habe ich für den Fall der Fälle auch immer noch Frikandeln dabei. Da gehen die auf jeden Fall drauf. Hallo, das sind holländische Fische. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht vielleicht den Haken wechseln sollte, einen kleineren dran mache, weil in den Bereichen, wo ich angle, werde ich nicht solche Muddis rausholen, ne? Ist ja klar. Zurzeit habe ich Größe 10 drauf, die sind so, und ich wechsle dann auf Größe 6, die sind so. Möglicher Biss. Ich habe den Köder wieder ein bisschen geändert und ich habe den Abstand zwischen Haken und Schwimmer ein bisschen vergrößert. Und natürlich so weit ausgeworfen, wie es auch wirklich geht. Ich muss jetzt direkt richtig so zack unter Wasser gezogen werden. Das will ich sehen. Ja, ich glaube echt, der Haken ist zu groß, der Köder ist zu groß. Es sind so bestimmt so ein paar Schleien, die da rumnagen, kriegen den aber nicht geschluckt. Aber auf der anderen Seite, dann wäre der Schwimmer zu groß für so einen kleinen Haken. Da muss schon ein Fisch anbeißen, sag ich mal, ne? Kein Fischlein. Ich will ja auch einen großen fangen. Ja, ihr könnt das leider wahrscheinlich nicht sehen, aber das da, da über meinem Finger, was auch so ein bisschen glänzt, das ist eine Schildkröte. Für heute haben sie 24 Grad gemeldet. Dann kommt es jetzt schon eindeutig wärmer vor. Deswegen, Angelregel Nummer 1, such dir immer einen Platz, wo du auch schnell in den Schatten kommen kannst. Wenn man den ganzen Tag in der prallen Sonne in so einem See sitzt, also für mich ist das auf jeden Fall nichts mehr. Früher konnte ich das auch. Da konnte ich von morgens bis abends in der Sonne. Aber mittlerweile brauche ich zwischendurch auch mal ein bisschen Schatten. Der Schwimmer schwimmt, der David fischt und wartet jetzt auf großen Fisch. Ja, da war rechts noch eine Ente, die ich übersehen hatte.
Ich habe die Ente erschreckt, die Ente hat die Schildkröte erschreckt und beide waren weg. Naja, aber ihr habt es ja noch gesehen. Der Schwimmer ist gerade einmal kurz richtig runtergegangen. Jetzt gerade, wo ich mein Frühstück rausgepackt habe. Hier ist hier ein Bootraum, wo der feste Weg ist. Mag weg. Bedankt. Na schade, es hätte der erste richtige Biss des Tages werden können. Der Schwimmer schwimmt, der David wartet auf einen großen Fisch an seinem Haken. Die haben das Mais runtergefressen. Diesmal. Eben haben sie das Gummizeug abgefressen. Ja, falls ihr euch fragt, was ich heute an Angelkram dabei habe, ganz, ganz wenig. Ein Angel-EDC, wenn man so will. Ja. Haben wir einmal Taschenmesser, Victorinox, hier ne, zum Messen. Damit kann man die Bleie dran machen, ohne dass man die mit den Zähnen zusammenbeißen muss. Ne. Hier noch ein Ersatzschwimmer. Hier habe ich dann ein paar Haken in verschiedenen Größen drin. Auf der anderen Seite. Und so. Auf der anderen Seite habe ich noch einen kleinen Ersatzschwimmer drin. Ne, ein paar Gummis zum Festmachen. Ja, okay, hier so Gummifischchen ist aber. Ja, dann hier halt noch verschiedene Bleie. Ne, Wirbel und so, auch ganz wichtig. Das ist eigentlich echt das Wichtigste und Nötigste in meinen Augen. Ne. Natürlich noch ein Hakenlöser. Den habe ich hier direkt griffbereit, dass ich ihn nur noch rausziehen brauche, damit das was schneller geht. Ja, und das ist echt so, das reicht mir. Jetzt ist er gerade wieder am Tanzen. Der ist gerade ein ganz Stück so weg gewesen. Das war nicht komplett. Aber das ist ja schon mal trotzdem ein gutes Zeichen. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich glaube gerade, da war eine Schildkröte an meinem Köder. Ja, da ist was ganz schnell mit dem Kopf runtergegangen. Ey, wenn die Schildkröten mir jetzt anfangen, hier meine Köder abzupressen, ne? Hammerhart. Ja, ich habe mich gerade dazu entschlossen, hier rüber zu gehen. Ein paar Meter weiter. Mal schauen, darf er suchen. Fällt mir irgendwie ein bisschen besser die Stelle. Nicht direkt so am Mülleimer. Ich merke nämlich mittlerweile schon die Wespen und Viecher. Deswegen gehe ich mal ein Stück hier rüber. Ja Leute, ich bin mittlerweile über 4 Stunden hier und hatte noch nicht einen Biss. Ja, so kann es aber manchmal gehen, ne? Das ist halt Angeln. Ich hatte auch schon Tage, da hatte ich alle 10 Minuten einen Fisch am Haken, gab es auch schon. Ne? Naja, mal schauen, ich denke mal so ein Stündchen noch. Wenn sich dann nichts mehr tut, werde ich mal langsam einpacken und den Heimweg antreten. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist einfach nur warm. Total warm. Ich bin die ganze Zeit am Schwitzen. Es ist einfach eine sehr, sehr drückende Hitze heute auf jeden Fall. Aber ich bin ja in erster Linie nach hier gekommen, um ein bisschen zu chillen, eine schöne Zeit zu haben, ein bisschen das Wetter zu genießen. Ich bin jetzt nicht mit der Absicht nach hier gekommen, alle paar Minuten hier so einen Fisch rauszuziehen. Ne? Das war mir auch klar, dass das nicht der Fall sein wird. Einfach ein bisschen einen schönen Tag machen, mal was anderes machen, außer immer im Lager sitzen, ne? Und Buschkraften. Ne? Warum nicht? Macht trotzdem Spaß. Auch wenn ich bis jetzt noch nichts gefangen habe. Ist einfach so. Schön ruhig, außer die paar Leute, die bleiben aber meistens da hinten auf der Seite, weil die auch größtenteils wissen, hier die Seite vom See gehört den Anglern. Jetzt ist wieder Bewegung im Spiel. Der Schwimmer tanzt so ein bisschen. Aber ich warte auf den Moment, wo der komplett unter Wasser gezogen wird.
Das ist so viel besser als irgendein dummes Piepen von diesen Meldern. Finde ich sehr nervig, die Teile. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass der Haken zu groß ist und der Köder zu groß ist. Die ganze Zeit wird dran geknabbert, aber wirklich gebissen wird da nicht. Deswegen werde ich jetzt mal den Haken wechseln. Und ich werde wahrscheinlich noch ein Stück mal wieder darüber wandern. Weil hier neben mir macht sich gerade auch ein Angler breit und der hat noch ein kleines Kind dabei und so. Und der hat auch diese Podrods, ne, mit diesen Piepern, was ich gerade noch gesagt habe. Deswegen werde ich jetzt mal darüber marschieren, mal wieder. Ich wechsle jetzt mal den Haken von Größe 4 auf Größe 6. Ich werf die Angel aus und vor meiner Nase sind sie alle. Nur halt viel zu klein, ne? Die knabbern und fressen mir die ganze Zeit den Mais vom Haken. Deswegen mal wieder so eine kleine Taktikänderung. Ich mache jetzt mal wieder Weingummi dran. Weil wenn die schon Bock haben und knabbern, dann sollen sie auch richtig zugelangen, oder? Kann natürlich auch echt sein, dass das die Schildkröten sind, die die ganze Zeit den Mais vom Haken holen. So. Versuch es einfach so nochmal. Ja, aber heute tut sich da nicht viel. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch mal wieder den Köder ein bisschen erneuert und geändert. Ja, da ist jetzt wieder rotes Gummizeug dran und Mais. Aber gerade kam ja eben auch noch ein älterer Herr vorbei, der sagte auch, ist das nicht eigentlich viel zu warm? Die sind doch jetzt alle unten. Ich so, ja, stimmt eigentlich schon. Aber ich bin auch hier, um ein bisschen die Zeit zu genießen und jetzt nicht auf Teufel komm raus, hier einen Fisch nach dem anderen raus anziehen. Da war er noch im Grinsen und sagte, okay, okay, dann trotzdem noch viel Erfolg. Ja. Danke an dieser Stelle. Nee, so langsam merke ich auch richtig, wie die Sonne sich in meiner Haut gebrannt hat. Es ist, wie ich eben schon sagte, extrem drückend warm. Ne? Das heißt, ich werde nicht mehr allzu lange bleiben. Ich werde jetzt gleich noch einen Auswurf machen, werde ihn ein bisschen treiben lassen. Und wenn sich dann nichts mehr tut, werde ich so langsam mal einpacken. Ne? Ich habe ja auch noch ein Stück Weg vor mir mit so einem Berg. Der zieht sich auch noch wie Kaugummi, ekelhaft. Aber komme ich nicht drum rum. Ne? Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr zwischendurch mal Bock auf ein Angelvideo habt. Dann kann man das ja hin und wieder in unregelmäßigen Abständen ja mal machen. Ne? Ich hätte damit absolut gar kein Problem. Ne? Wenn ihr sagt, ja klar, warum nicht, kannst du ab und zu mal machen. Weil das Schöne ist, ne? Du kaufst eine Tageskarte und gehst an den Seen, wo du Bock hast, angeln. Ne? So Freunde, der letzte Auswurf für heute. Petrihai. Ja, noch so eine kleine Info für euch, was es hier so für Fische in dem See gibt. Schleien, Rotaugen, Rotfedern, Karpfen, Wels und ich glaube, ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, Hechte.
Da bin ich mir aber sehr, sehr unsicher. Aber die anderen bin ich mir sicher. Ja, und was sonst noch hier so drin rumschwimmt, kann ich euch leider nicht sagen. Ja, Schildkröten gibt es ja auch. Habt ihr ja gesehen, ne? Aber sonst bin ich da echt überfragt. Was man natürlich auch machen kann, ist ein bisschen anfüttern, ne? Manchmal hilft das. So, letzter Wurf. Das war ein schöner Wurf. Und noch mal ein bisschen anfüttern. Der Mais muss eh weg. Den muss ich den nicht mitschleppen. Da kann ich die Dose gleich nach vorne in den Mülleimer schmeißen. Da habe ich weniger zu tragen. Oh, aber ich kann ich gar nicht werfen, den Mais. Oh, aber geht. Passt schon. Die Schildkröte ist gerade genau direkt an meiner Pose runtergegangen. Hat bestimmt den Mais gerochen. Ist nicht für dich. Und der Haken ist blank. Da fressen dir hier die Schildkröten den Mais vom Haken. Ist klar, dass man hier nichts fängt. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr nach links ausgeworfen, weil rechts alle paar Minuten, wenn ich einhole, ist der blanke Haken nur noch da. So gehe ich mal davon aus, weil da ist ja auch die ganze Zeit die Schildkröte oder die Schildkröten, dass die mir die ganze Zeit den Mais vom Haken fressen. Deswegen gehe ich mehr in die Richtung. Die Schildkröte hat es auf mich abgesehen. Da sitzt sie. Ja, hau schnell ab. Direkt an meiner Schnur. Ich könnte schon fast Geld drauf wetten jetzt, dass der Haken wieder blank ist. Oh, zum Glück habe ich dies nicht getan. Ich weiß gar nicht, das wievielte letzte Mal auswerfen das jetzt eigentlich war. Weg. Aber so viele letzte Male werden es nicht mehr werden. Hab gerade mal auf die Uhr geschaut. Und so spätestens in einer halben, dreiviertel Stunde werde ich dann so langsam mal einpacken. Der ist gerade zack, einmal richtig kurz, einmal kurz runter. Irgendwas ist dran. Der ist gerade einmal kurz so richtig runter. Ja, er bewegt sich. Ah, jetzt kommt noch ein bisschen Wind dazu. Aber komm, geh runter. So kurz vor Feierabend. Sehr schön. Nicht schlecht. Wenigstens ein Fisch. Muss auch nicht so groß sein. Aber wenigstens ein Erfolgserlebnis heute. So, Freunde. Ich packe jetzt langsam mal ein. Ne? War ein schöner Tag, aber mir reicht es auch für heute, vor allen Dingen mit Sonne. Weil, ich weiß nicht, ihr könnt es wahrscheinlich nicht so sehen, aber ich habe echt einen guten Sonnenbrand. Ich habe gut Farbe bekommen. Ne? Deswegen. Und ich bin auch gleich froh und K.O., wenn ich zu Hause bin. Das weiß ich auf jeden Fall jetzt schon. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe ja noch einen Weg vor mir. Und vor allen Dingen noch so einen Berg. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber komme ich halt nicht drum rum. Na gut. Das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.